SRF 1. Kaffee ist nicht gleich Kaffee. Es gibt auch einen dunklen, starken, sättigen mit erdigem oder mit fruchtigem Gaum. Und diesen Nuancen gehen immer mehr Kleinröstereien nach. In Küchen oder in Garagen tüfteln sie nächtelang am perfekten Geschmack. Gesucht ist das Besondere. Sibylle Heissenbüttel hat einen sättigen Kleinröster im Kanton Bern besucht. Wir fahren durch ein paar Krächen und über ein paar Höger. Rechts und links grassen Kühe und Schafe auf den Matten. Und plötzlich schmeckt es nach frisch geröstetem Kaffee. Jetzt hat man Gewissheit, man ist angekommen zu Rüdisbach im Emmental. Hier röstet Marianne Schürk und Daniel Sutter seit ein paar Jahren Kaffeebohnen in einem Schopf neben ihrem ausgebauten Bauernhaus. Im Schopf innen startet Daniel Sutter gerade eine neue Röstung. Der Röstvorgang fährt jetzt da, wenn ich den Hebel betätige, dann kommen alle Rohkaffeebohnen auf einen Schlag in die Röstrummel rein und dann fährt der Röstprozess an. Nach etwa 18 Minuten sind die Bohnen fertig geröstet. Es ist aber sehr wichtig, dass man sofort, wenn der Röst gerade die richtige Stufe erreicht hat, die Bohnen rausnimmt. Dann habe ich eine nächste Klappe, dann kann ich hier bei der Trommel auftun und dann fallen die ganzen Bohnen sofort auf das Kühlsein. Das hat ein Rührwerk und dann kann man nachher eine Luft durchziehen, sodass sofort der Röstprozess beendet wird. Es braucht viel Geduld, bis man genau den Gaum hat aus der Bohne rausholen konnte, den man will. Auch viel Willen und viel Zeit. Die Marianne Schürch sagt, wie das bei ihnen läuft. Wir arbeiten viel, halt auch wenn andere schon gehen, pfusen, tun wir noch irgendetwas Bröbeln in der Rösterei. Ich tue in der Zwischenzeit meine Arbeitskraft ganz der Rösterei widmen. Im Gegensatz zum Daniel Sutter. Er arbeitet in der Solarenergiebranche. Der Solarstrom hat ihn ursprünglich auch zum Kaffee gebracht. Das hat in Äthiopien angefangen, bei den Tieren als Entwicklungshelfer rund 1000 kleinste Solarstromanlagen installieren auf die Strohhäuschen, auf die Tukuls. Und dort hier habe ich nachher gesehen, was für ein äthiopischer Kaffee ist. Jeder Bauer hat mindestens ein oder zwei Kaffeebäume verossen und dann macht sie seinen eigenen Kaffee und dann rösten sie noch immer frisch rösten, nachher stampfen und aufkochen und das ist einfach nur hervorragend, der Kaffee, den die produzieren. Und weil er sich nicht mehr vorstellen konnte, auf den Kaffee zu verzichten, hat er von diesen Kaffeebohnen in die Schweiz genommen und angefangen zu pröbeln. Seither rösten, malen und trinken Marianne Schürch und Daniel Sutter Kaffee in dem Metaller Höger, umgeben von Bauern. Sie sind gut aufgenommen worden in die Gemeinschaft, sagt Marianne Schürch. Wo die Nachbarn trinken ihren Kaffee. Als Bauer trinkt man natürlich Cappuccino, dass man auch Milch drin hat. Ja, aber dann kommt jemand vorbei und dann gibt es selbstverständlich einen Kaffee. Ausser den Nachbarn trinken auch Leute weiter weg ihren Kaffee. Hauptsächlich Privatkunden, die über einen Internetshop kaufen. Aber auch Restaurants oder die Käse im Dorf beliefern. Gute Qualität von ihrem Kaffee ist der Marianne Schürch und dem Daniel Sutter wichtig. Aber auch die Bauern in Äthiopien, Indonesien oder der Dominikanischen Republik, die zu den Kaffeebohnen schauen, liegen ihnen am Herzen. Wir kennen ja die Bauern grössten Teil selber und das ist für uns ganz wichtig, dass man eine Kontinuität herbringt. Also es nützt einem Kaffeebauer, einer Familie nichts, wenn wir kommen in einem Jahr 5 Tonnen kaufen, im nächsten Jahr überhaupt nichts. Das ist unbefriedigend. Wir wollen kontinuierlich mit diesen Bauern zusammenarbeiten und dann nützt es um etwas, wenn wir die jedes Jahr besuchen. Wir müssen Feedback haben, wie ist das Jahr, haben sie Probleme gehabt mit der Witterung. Weil all diese Faktoren haben nämlich auch einen Einfluss auf den Geschmack des Kaffees. Aber auch wenn man das Optimum aus einer Bohne hat rausgeholt, kaum kommt die neue Lieferung, fängt wieder alles von vorne an. Und dann muss ich wieder auf der kleinen Röstmaschine den zuerst proberösten. Das ist nicht eine Massenware, wo man immer ganz genau das Gleiche bekommt. Es kann durchaus sein, dass eben der wie bei mir nachher ein anderes Sangersaroma wird aufweisen. Und so gibt es immer ein bisschen Abweichungen von dem Aroma, auch wenn man den gleichen Kaffee hat. Das ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Dass der Kaffee nicht immer gleich ist, ist einer der Punkte, wo die Kleinröster von den grossen Herstellern unterscheidet. Kleinröster gibt es viele, weil spezieller Kaffee gegen mehr gefragt ist. Sibylle Heissenbüttel mit der Geschichte zum schwarzen Gold. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.